Hallo ihr Lieben, heute begrüße ich euch wieder mal zu einem Fashion Haul. Ich bin sehr froh, dass euch meine Modi-Videos, ob Outfit oder Hauls, so gut gefallen, dass ich euch jetzt gerne weiterhin zeige, was ich mir Neues kaufe an Klamotten, wie ich es kombiniere, wie ich es trage. Und ich sitze hier so ein bisschen auf der Seite, weil ich vorhabe, euch heute alles auch getragen zu zeigen und das werde ich dann hier auf der Seite einblenden. Losgelaufen, um zu shoppen, bin ich wegen dem Sale. Es gab überall Sale irgendwie und ich habe gedacht, jetzt musst du einfach mal gucken gehen. Da habe ich mir so 2 Stündchen Zeit genommen und war unter anderem bei H&M und damit möchte ich jetzt auch anfangen. Ich habe genau 2 Teile im Sale gekauft und die anderen Teile waren nicht im Sale, aber ich musste sie trotzdem haben. Vielleicht erkennt ihr das ein oder andere Teil auch wieder. Ich habe nämlich dabei gesnappt. Falls ihr meine Snaps verfolgt, habt ihr das bestimmt gesehen. Und ich beginne jetzt einfach mal mit einem Buddy, den ich mir gekauft habe. Dieser ist schwarz. Ich fand ihn so toll. Ich habe ihn angezogen. Er saß wie angegossen. Wirklich so, der schmiegt sich so komplett an den Körper an. Man kann ihn halt unten ganz normal schließen wie einen Buddy. Und dadurch sitzt er natürlich auch total gut. Man kann ihn einfach zu Jeans anziehen oder auch was drüber ziehen. Also mir gefällt er total gut. Und deswegen durfte der mit. Ich meine, ich hätte 12,90 € oder sowas dafür bezahlt. Es gab noch einen anderen, den ich anprobiert habe. Den habe ich euch auch gesnappt. Der war weiß und sah ziemlich sexy aus und der hatte hier oben diese Bindung noch ein bisschen weiter. Diese Schnürung, die war noch ein bisschen weiter und den habe ich aber letztendlich nicht gekauft. Der hätte 14,99 € gekostet. Der stand hier an der Seite, so an der Brust, so ein bisschen ab und das hat mir nicht so gut gefallen. Der hat sich also nicht so schön angeschmiegt wie der andere, deswegen musste der da bleiben, aber der schwarze Buddy ist es geworden. Dann habe ich ein Kleid gekauft, was ich schon besitze und zwar ist das ein sehr, sehr schöner Stoff. Der ist ein bisschen dicker, da ist noch so ein Unterkleid bei, aber stretchig mit Ärmeln. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz und ich habe direkt in der Hand auch das Kleid, was ich schon im letzten Jahr bei H&M gekauft habe. Es hat 24,90 € gekostet und dieses blaue Kleid mit den weißen Streifen habe ich auch unheimlich gerne im Urlaub an. Ich nehme das also immer wieder mit, trage das auch ganz gerne im Sommer hier und da hing es nun in weiß mit blauen Streifen und ich habe gedacht, ja, jetzt nimmst du es einfach nochmal mit in diesem hellen Ton. Da kann man ganz einfach, wenn man ganz leger gehen möchte, einfach ein paar weiße Turnschuhe zu anziehen oder diese Espadrillas oder Ballerinas oder auch hohe Schuhe, ganz egal. Also mir gefällt es total gut. Vor allen Dingen hat es diese seitlichen Eingrifftaschen, die sind sehr bequem, da kann man so ganz locker mit rumlaufen. Ich finde es total cool irgendwie, dieses Kleid. Und deshalb durfte das in weiß dann auch noch mit. Dann habe ich noch ein Kleid bei H&M mitgenommen. Das war auch nicht im Sale. Das ist einfach so ein Hängerchen, ne? So ein ärmelloses Kleidchen, das ist eigentlich wie so ein Top zu tragen. Also ich werde das wahrscheinlich zur Jeans tragen oder zu einer Leggings oder zu einer Capri-Hose, weil mir das gefällt, wenn es ein bisschen länger ist, so ein bisschen über den Po fällt. Man kann es aber natürlich im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist, auch einfach zu einer Radler anziehen oder so. Also ich finde es schön kombinierbar, es ist schön leicht und luftig und deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Hier habe ich leider den Preis vergessen. Dann habe ich noch dieses schicke schwarze Spitzenteilchen mitgenommen. Das gefiel mir so gut, weil mir die Ärmel so toll gefallen haben, dass man durchblicken kann. Man muss auf jeden Fall was drunter ziehen. Hier bei den Aufnahmen habe ich jetzt den Buddy einfach drunter gelassen. Man kann aber auch so einfach so einen Spaghetti-Top oder sowas drunter ziehen, weil es halt komplett durchsichtig ist. Das war aber genau das, was ich total schön fand. Das ist aus dieser H&M Plus-Reihe. Früher hieß das, wie hieß das denn? Big is Beautiful, BB hieß das immer. Das haben sie wieder umbenannt, H&M Plus. Das ist jetzt auch eine etwas größere Größe. Das ist, glaube ich, 48. Es gab es nicht mehr in anderen Größe, aber ich habe es angezogen und es passte. Es war schön weit und leger, deswegen habe ich das in dieser Größe auch mitgenommen. Es steht drin, man kann es bei 30 Grad waschen. Das war ein bisschen doof, weil ich habe es dann bei 30 Grad gewaschen und es ist ein bisschen eingelaufen. Es ist tatsächlich etwas kürzer geworden, als ich es im Laden anprobiert hatte. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Ich werde es trotzdem behalten. Ich ziehe wahrscheinlich ein etwas längeres Teil einfach drunter, was dann unten noch so ein bisschen rausguckt in schwarz. Ich denke, dann geht das. Mir hat es einfach so gut gefallen, deswegen durfte das mit. Und ebenfalls im Sale habe ich mir noch Schuhe gekauft. Ich habe die gerade an, aber ich ziehe mal einen aus. Und zwar diese hier. Das sind einfache Sneakers. So sehen die aus. Die sind so beige, gold, die glitzern auch so ein bisschen. Sowas trage ich halt eben super gerne im Alltag. Das ist so. Jetzt gucke ich mal eben nach der Marke. Das war bei TK Maxx und die haben 19,90 € gekostet. Dafür konnte ich die nicht da lassen. Claudia Gizzani steht da drin. Keine Ahnung, ich habe hier schon so eine Dufteinlage reingemacht, das mache ich ganz gerne, weil ich auch im Sommer ganz gerne mal barfuß in solchen Schuhen laufe. Jetzt im Moment habe ich Sneakersocken an, weil es ist jetzt gerade nicht ganz so warm draußen. Die haben mir so gut gefallen und ich trage ja gerne beige und ich trage gerne Gold und da fand ich die einfach super passend und das war dann auch nochmal so ein Sales-Schnapper. Und jetzt komme ich zu meiner Bestellung von NAKD. Also ich sage dazu Naked, ich blende euch das hier unten nochmal ein. Es ist eine Seite, die im Moment so total hip ist. Ich habe die relativ häufig auf Instagram entdeckt und ich wurde angefragt, ob ich die Sachen oder beziehungsweise die Seite testen möchte. Da habe ich ja gesagt. Ich wollte es gerne ausprobieren, weil ich sehen wollte. Ich habe mich erstmal im Shop umgeschaut
ob die auch passende Sachen für mich haben. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Die haben extra so Größentabellen dabei. Aber ich habe Sachen gefunden. In L oder XL habe ich sie dann bestellt. Und für euch habe ich noch einen Rabattcode rausgeschlagen, falls ihr da etwas bestellen möchtet. Nutzt den Code MAMAKU20 für 20% auf das gesamte Sortiment. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist was für euch. Da kann ich immer ein bisschen was weitergeben. Das heißt, die Sachen jetzt von Naked durfte ich mir aussuchen. Und ich habe so eine bunte Mischung mir zusammengestellt. Und die zeige ich euch jetzt auch. Das erste Teil ist ein Pullover für die kommenden kalten Tage. Den habe ich mir ausgesucht, weil er auf der Internetseite so schön aussah. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein. Der hat halt oft an der Seite diese Löcher und dann geht halt dieser Streifen durch. Ich fand das total interessant und konnte mir das ganz gut an mir vorstellen. Deswegen habe ich den in XL bestellt. Und auch in dieser Farbe. Ich mag ja diese Farbe sehr gerne. Passen die Schuhe auch wieder zu. Und was soll ich sagen? Der gefällt mir ausgesprochen gut. Ich habe ihn angezogen. Er ist super warm. Der ist hier oben so ein bisschen höher geschlossen. Der wärmt unheimlich. Der ist richtig schön warm zu einer Jeans. Der sieht einfach toll aus. Hat auch eine schöne, weiche Qualität. Also gibt es nichts zu meckern. Ich bin echt begeistert von dem Teilchen. Auch auf dieser Seite hatten sie so schöne Trompetenärmeloberteile. Und da habe ich mir eins ausgesucht. Das ist eigentlich ein Kleidchen. So sieht das auf der Internetseite aus. Und ich habe es dann bestellt und habe es angezogen. Und ich finde es traumhaft schön. Ich finde es richtig, richtig toll. Ich zeige euch das jetzt hier getragen, wie ich es anhabe. Ich fühle mich so richtig wohl da drin. Das ist auch so ein bisschen mit Stretch. Passt sich so ein bisschen an. Ich mag auch hier die Ärmel total gerne. Ich mag den Stoff sehr gerne. Auch das ist gut verarbeitet. Und da bin ich richtig froh, dass ich mir das bestellt habe. Eventuell bestelle ich mir das auch noch in Weiß nach. Das gibt es nämlich auch noch in Weiß. Das fand ich auch richtig, richtig schön. Dann zeige ich euch einen Rolli, der mich so angesprochen hat. Der ist auch ein bisschen länger geschnitten. Auf dem Bild sah der so toll aus, dass ich dachte, der ist oversized, der passt mir auch. Und auch den habe ich in XL, glaube ich, bestellt, ja. Und dann habe ich den hier zu Hause angezogen. Der gefällt mir total gut. Der hat so ein bisschen so ein paar Streifen drin, aber schwarz in schwarz natürlich. Der Stoff ist dünn, also der ist leichter, aber nicht zu dünn. Der ist auch ein bisschen stretchig. Der wärmt nicht so stark wie dieser beigefarbene Pulli, sondern der ist, wie gesagt, ein bisschen leichter, aber gefällt mir total gut. Gerade so im Herbst, Winter trage ich wahnsinnig gerne schwarze Rollis. Ich finde, das passt zu allem, da kann man jeden Schmuck zu anlegen, das sieht immer irgendwie ein bisschen elegant aus. Und auch der ist qualitativ echt gut. Jetzt kommen wir zu den Schuhen, die ich mir bestellt habe oder ausgesucht habe. Die sahen so sexy aus auf diesem Bild. Und ich habe gedacht, okay, die sind spitz, die sind hoch. Kann man darauf gut laufen? Egal, ich will's wissen. Ich fand die so toll. Und ich habe sie bestellt und angezogen und ja, die sitzen wie eine Eins, die sind super bequem. Man hat also vorne so ein bisschen Platz, also meine Füße sind ein bisschen breiter und in diesen Schuhen hat man vorne richtig Platz, ordentlich aufzutreten. Die sind also nicht so schmal geschnitten, super bequem. Also ich bin damit so ein bisschen durch die Wohnung so hin und her gelaufen und habe gedacht, ja, damit kann ich auch tatsächlich auf die Straße gehen. Ist natürlich was Schickeres für schickere Anlässe, aber die haben mir so gut gefallen. Ich fand die einfach Hammer. Sagt mir doch mal, wie sie euch gefallen. Dann habe ich noch bei den Accessoires ein bisschen geschaut und habe mir eine Sonnenbrille rausgesucht. Die gefällt mir total gut, weil ich die halt super schick finde. Diese Form passt halt zu mir. Ich habe schon eine Brille in einer ähnlichen Form und auch dieses Braune harmoniert jetzt, finde ich, ganz gut mit meinen Haaren. Und Sonnenbrillen kann ich persönlich sowieso nie genug haben. Deswegen, also die fand ich jetzt richtig, richtig toll. Habe sie auch schon ein paar Mal getragen jetzt oder einfach so in die Haare gesteckt. Finde ich ein schickes Accessoire. Und dann habe ich mir auch noch eine Kette bestellt. Das ist so ein Choker, wie sie jetzt im Moment modern sind, in Schwarz mit einem goldenen Ring in der Mitte. Fand ich so ansprechend. Das hat halt hinten so einen ganz normalen Haken. Da kann man die Länge auch so ein bisschen verstellen, je nachdem, wie eng oder wie weit man es haben möchte. Ich finde es total, es sieht sexy aus, oder? Und diese Teile durfte ich mir aussuchen von Naked. Wie gesagt, denkt an den Code MAMAKU20, falls ihr euch etwas bestellen möchtet. Ich war super zufrieden und vor allen Dingen, das wollte ich auch noch sagen, war ich richtig happy, dass es so schnell ging. Also ich habe die Sachen bestellt und 2 Tage später waren sie tatsächlich da und da war ich richtig überrascht. Ich habe gedacht, was, jetzt schon meine Bestellung da? Das gibt es ja gar nicht. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Also es ging wirklich schnell. Die Sachen kommen aus Schweden. Es war auch nicht mit Zoll belegt. Ich habe die einfach so an der Tür entgegengenommen quasi. Und ja, ist auf jeden Fall mal ein Gucker wert. Und das war's schon mit meinem Fashion Haul. Die Ohrringe, die ich heute trage, da bin ich jetzt so oft drauf angesprochen worden, die habe ich auch noch nicht so lange. Die habe ich bei Bijou Brigitte gekauft. Also ich glaube, 9,95 € haben sie gekostet. Die sind auch echt auffällig, ne? Also gerade wenn ich die Haare so zusammen habe, trage ich die super gerne. Die sind so mit Rose Gold und drumherum sind halt so viele kleine Steinchen. Das glitzert so ein bisschen in der Sonne oder auch wenn, je nachdem, wie das Licht so drauf fällt. Gefallen mir total gut. Sind so meine neuen Lieblingsohrringe zurzeit. Und ich wollte es jetzt im Video wenigstens einmal sagen, wo ich sie her habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir einen netten Kommentar, welches Teil euch am besten gefallen hat. Und wer jetzt noch mehr Lust hat auf Fashion und Mode, kann gerne bei meiner Freundin Göste oder auch bei Heidi Rossella Mia vorbeischauen. Die haben beide am Sonntag einen Fashion Haul hochgeladen. Schaut da gerne vorbei. Die Videos und die Mode sind toll und ich schreibe euch beide Videos gerne unten in die Infobox. Und dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal.